Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Und ja, in diesem Video geht es, wie ich angekündigt habe, um die Nagasaki Strider. Und ja, in diesem Video zeige ich euch zu einmal das Tuning und danach gibt es noch einen kleinen Test. So, das Motorrad könnt ihr bei Legendaries Motorsport kaufen. Und zwar entweder für 500.000 ungefähr oder für genau 670.000. Und zwar kriegt ihr den Einkaufspreis, wenn ihr das Motorrad im Raubüberfall verwendet. Und ja, wir fahren jetzt erstmal in Alice Custom rein und dann tun wir mal das Dreirad auf. What can the best mechanic in LS do for you? So, jetzt erstmal Rennbremsen. Dann Motormesserbesserung 4. Dann Auspuff. Haben wir einmal Carbon-Serien-Auspuff. Oh. Straßenauspuff. Dann Racer-Auspuff. Sport-Auspuff. Und Vierer-Auspuff. Dann nehme ich den Sport. So, dann Lichter nehmen wir. Scherenscheinwerfer wie immer. So, jetzt kommen wir zu den 11 Designs. Zeig euch die einfach mal wieder. Dann nehme ich mal dieses Design. Ich finde, das sieht ganz gut aus. So, dann Nummernschild. Achso, das habe ich schon. So, Heckschutzbleche. Da gibt es einmal ein Carbon-Schutzblech. Da seht ihr unten das. Dann Straßenschutzblech. Carbon-Straßenschutzblech. Dann Racer-Schutzblech und den Carbon. Dann nehme ich dieses Racer-Schutzblech. So, Lackierung machen wir am Ende. So, für den Preis könnt ihr jetzt den Wagen verkaufen, also für ungefähr 460.000. So, dann machen wir noch ein Renngetriebe rein, Turbo-Tuning. Dann gibt es noch Reifen. Da könnt ihr diesmal nur eine Reifenverbesserung machen und halt Reifenqualm. Da nehme ich mal blauen Reifenqualm. So, dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch Lackierung machen. Mal sehen, was ich da nehme. Ich glaube, so einen dunklen Stahl. So, dann noch Legendärfarbe. Nehmen wir vielleicht mal, ja, so ein Schwarz. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Da müsst ihr halt selber entscheiden, welche Lackierung ihr da nehmt. Da sind die Geschmäcker ja verschieden. So, dann fahren wir jetzt erstmal wieder aus LS Custom raus. Und dann kommen wir noch zum kleinen Test. Also ich finde, vom Aussehen ist das echt ein cooles Bike. Also ich glaube, so eins gab es noch gar nicht. Doch ich glaube, online gibt es schon mit drei Rädern. Aber ja, ich finde, das sieht eigentlich ganz geil aus. Und ja, es fährt sich eigentlich echt super. Muss ich ja mal sagen. Ich glaube, der Sound ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Und ja, von der Beschleunigung ist das eigentlich auch ganz in Ordnung. Also fährt auch relativ schnell das Bike. Ich weiß halt nicht, wie es im Vergleich mit anderen Bikes ist. Für ein Rennen würde ich das jetzt vielleicht nicht unbedingt nehmen. Da würde ich eher irgendwie so ein Super-Rennbike nehmen. Aber sonst fährt das sich echt in Ordnung. Also so ein bisschen in der Stadt rumkusen und so. Dafür ist das echt gut gemacht, das Bike. Und ja, ich finde, es sieht eigentlich auch ganz gut aus, wie ich schon gesagt habe.
Also für den Preis von ungefähr 600.000 ist das eigentlich ganz in Ordnung. Und ja, wenn ihr halt das im Überfall benutzt, dann bezahlt ihr halt nur 500.000. Das ist dann noch günstiger. Und ja, das war's eigentlich auch schon mit dem Video. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Bike findet und wie ihr mein Tuning findet. Und wie ihr das vielleicht getuned hättet. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Und wenn ihr rund um GTA Online nichts verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal und dann bin ich erstmal wieder raus.